und willkommen zur Super Speed-Folge von Assassin's Creed. Ich glaube, ich habe da was im Hals. Moment. So, geht's jetzt? Ja, es geht wieder. Hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed 3, meiner allerersten Super Mega Speed-Folge. Moment, ich muss aufpassen, wenn ich hier zugucke, dass ich, wenn ich diese super schnelle Folge sehe, dass ich nicht selber anfange, viel zu schnell zu reden. Das lenkt ein bisschen ab, muss ich ehrlich zugeben, aber es funktioniert. Also, wir befinden uns, wie ihr seht, jetzt im Untergrund. Wir erforschen fleißig weiter. Und wie ihr seht, auch ein bisschen gerade, ich erzähle einfach mal ein bisschen, weil, um nochmal zur Erklärung, ne? Also, ich habe das jetzt ja alles gemacht, ne? Und alles aufgenommen und, ne? Und so weiter. Und jetzt synchronisiere ich das sozusagen nach. Das heißt, es ist eher gerade ein Commentary als ein Let's Play, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Ich finde die Kämpfe super in Highspeed. Auf jeden Fall laufen wir hier durch den Untergrund und schnappen uns alle Schnellreisepunkte in New York, damit wir endlich mal ein bisschen fixer da durch die Gegend kommen. Wir affen hier auch sehr stark durch die Gegend. Aber ihr müsst bedenken, ich habe versucht, das so konzentriert wie möglich zu spielen und auch so viel wie möglich auch mitzunehmen. Deswegen renne ich auch, wie ihr es gewohnt seid, in Ecken ab, wo zum Beispiel der Pfeil nicht hinzeigt, einfach nur um die Ecke abgerannt zu haben. Und damit das auch wunderschön am Ende auf der Karte aussieht und damit man auch bloß keine Verzweigung irgendwie übersieht. Ja, so viel dazu. Wir beschäftigen uns jetzt zwei Folgen lang. Das ist also Teil 1 der Untergrundfolgen mit den Dingern hier. Genau, ach ja, da wollte ich hier was mit dem Sprengfass probieren. Und zwar war da hinten so eine lustige Ecke. Sieht man es vielleicht nicht so gut. Ich hoffe, das sieht man ein bisschen auf YouTube. War da so ganz viel Ramsch und ich habe mich immer gefragt, ob man das irgendwie in die Luft jagen kann. Und zwar, ich glaube, ja genau, hier war das. So. Oh, da war schon die Pistole und... Aua. Ja, gebracht hat das gar nichts, aber ich wollte es wenigstens mal ausprobiert haben. Ich meine... Warum nicht? Ne? Ich dachte, das müsste irgendwie einen Grund haben, wenn dieses komische Sprengfass da so rumliegt. Aber vielleicht um die Leute da hochzujagen, die da, also diese Wachen, die da rumgammelten oder so. Ich weiß es auch nicht so ganz genau. Auf jeden Fall, genau. Das ist echt sehr, sehr lustig, das alles in Highspeed zu sehen. Weil ich habe es ja relativ konzentriert gemacht. Ach ja, und ich habe es mir auch erlaubt. Ich dachte, das ist in Ordnung, wenn ich, auch während ich da halt umherlaufe, die Rekruten rumschicke. Weil ich dachte mir, das ist eigentlich ganz gut, weil ich meine, ich spiele ja, ich zeige euch das auch alles, ihr seht das alles, ihr könnt vielleicht nicht die Rekrutenmission lesen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm. So, hier haben wir auch eine kleine Abzweigung, wir gehen in die Brauerei. Ihr seht ja alles und es ist ja nicht, als würde ich irgendwas verstecken oder so, es ist ja nur halt ein bisschen schneller und ich dachte, hey, wenn ich schon, wie lange habe ich denn gespielt? Das sind 22 Minuten Folgen, das ist verschnellert auf zwei, also doppelte Geschwindigkeit, das heißt, das waren 40, 80... Ja, das war dann halt ein bisschen was über... Also fast 1,5 Stunden waren das dann Aufnahme. Und da kommt ein bisschen was zusammen an Rekrutenmissionen und so, ne? Wenn die dann immer 10 Minuten brauchen oder so. Dann ist das ja durchaus machbar, dachte ich mir. Hat übrigens auch wesentlich länger gebraucht, als ich dachte. So, ich dachte, ich weiß nicht, obwohl, naja, gute 11 Punkte, 1,5 Stunden geht, ne? Also ich muss, ihr werdet schon sehen, ich werde auch einige Probleme haben. Das sieht, glaube ich, im Nachhinein super dämlich aus, aber... Ja, hier sind wir auch schon, auch da fange ich super an. Hier an einer problematischen Stelle, wir sollen hier also rüberklettern. Und ich stoße gleich auf das Problem, ne? Hier ist ja alles klar. So, wir müssen hier rüberschwingen. Und im Prinzip, wer Assassin's Creed 3 gespielt hat, ne, also selber es erlebt hat, weiß, wenn Connor schwingt, dann muss man nichts zusätzlich drücken, er springt automatisch. Oder tut das nicht. Irgendwann habe ich mich fallen gelassen, weil ich dachte, vielleicht habe ich irgendwo was übersehen. Ich habe mich nochmal umgeguckt, wir sehen das hier nochmal, wo wir überall rumklettern können. Aber wir kommen von hier, wir müssen auf die andere... So, also von hier, da, zack, 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 hier alles rüber, das ist gar kein Problem. Zack, so. Ne, das ist ja alles, es funktioniert alles, aber es ging einfach nicht. Also ich habe auch von jeglichen Ecken versucht, von hier geschwungen, da geschwungen. Ja. Ich weiß nicht, ob das wieder einer meiner liebsten Assassin's Creed 3 Bugs ist oder was auch immer. Auf jeden Fall, hier sehe ich schwinge mich einfach, weiß ich wie lang. Ich erinnere, ne, das ist auch nochmal als doppelte Geschwindigkeit, das heißt, es hat alles noch viel länger gedauert, als ihr es jetzt gerade seht. Also seid froh, vielleicht seid einfach froh, dass das alles hier nochmal verschnellert ist und dass ihr euch nicht mehr damit abtun müsst. Am besten auch mit meinem Rumgerage, also ich war da echt so sauer. Ich glaube, ich habe nochmal das Spiel neu gestartet, wenn ich mich richtig erinnere, weil ich habe
ihr werdet gleich noch einen Schnitt sehen. Ach ja, Rekrutenaufträge, ja, die waren mir zu dem Zeitpunkt gerade total egal, weil ich viel zu sauer war, dass der nirgendwo hinschwingt, verdammte Scheiße, Connor! Ne, also, ich weiß auch nicht genau, was das sollte. Ne, dann bin ich halt irgendwo abgelaufen, bin da hin und her geschwommen, dachte mir, hä, vielleicht habe ich irgendwas übersehen, bin ich schon wieder dumm. Wir müssen da hin, also da, wo gerade die Kamera drauf war, da müssen wir hin, da müssen wir wahrscheinlich rum und so, ne? Also ich habe mir das alles nochmal angeguckt, ob da irgendwas, ob ich da irgendwas übersehen hätte, aber ich fand, der Weg war schon linear genug. Das heißt, wir mussten da hin rumschwingen und gleich müsste auch, ich spoiler schon mal, ein kleiner Cut kommen. Ne, also ich probiere es da gleich nochmal. So, schwing, 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 schwing. Nichts. Nein, auch nicht. Immer noch nicht. Ja, das ist voll die Zirkusnummer. Da, irgendwann, ging es dann, ich glaube, einmal habe ich das Spiel neu gestartet und dann, als ich eben nicht aufgenommen habe, dann hat er diesen Schwung gemacht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie zusammenhängt mit Fraps oder so. Ich fände das sehr komisch. Selbiges übrigens auch an dieser Stelle. Hier wollte er auch nicht springen, solange ich aufgenommen habe. Ich weiß nicht, ob das irgendwie zusammenhängt, aber egal. Auf jeden Fall, wir sind hier jetzt nun endlich durch. Wir haben gerade gesehen, da hinten sind so lustige Bretter. Und hier ist auch schon ein Ausgang. Aber ich dachte mir mal, ich kümmere mich erstmal um den Weg. Und spreng mir den frei, denn hier müssen wir springen. Hier, natürlich. Hier müssen wir springen. Und dann mache ich zack, bumm. Ach ja, genau, das war auch irgendwie komisch. Manchmal hat er keine Geräusche aufgenommen. Ich weiß nicht, irgendwo war der Wurm drin, aber hey, die Folge ist da. Hat ja auch nur 2 Tage oder 3 gedauert. Entschuldigung. So, auf jeden Fall, genau. Ah, jetzt kam das Bumm. Okay, ich weiß nicht, was das soll. Das Bumm kam erst jetzt. Das macht keinen Sinn. Ich glaube, nachher pendelt sich das wieder ein, aber es tut mir furchtbar leid. Ja, jetzt wieder hier unsere liebsten Türschlösser und dann haben wir eigentlich auch schon fast unseren ersten Reisepunkt. Ich habe da echt versucht, in diesen dämlichen Rätseln irgendein Muster drin zu sehen. Also es drehen sich immer ein und dieselben, aber wie weit ich da um die Ecken denken muss, um die richtig gedreht zu haben. Ja, nee. Ach, jetzt kommen auch die ganzen Klickgeräusche, hört ihr? Ist das dämlich? Ich glaube, irgendwann pendelt sich das wieder ein. Entschuldigung. Also ja, da habe ich es ganz kurz gezeigt. Wir haben einen neuen Schnellreisepunkt. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 2. Ne, sehe ich das richtig? Es müssten gleich 2 sein. Ja, 2. Den ersten hatten wir ja schon. 2 von 11. So. Ja, die Geräusche hängen gerade ein bisschen nach. Es tut mir furchtbar leid. So, jetzt super dämlich. Der Weg ist immer noch versperrt. Der Weg ist immer noch versperrt, obwohl wir ihn vorhin freigesprengt haben. Da hat es wohl nicht gespeichert oder so. Ich sag ja, da war irgendwo der Wurm drin. Vielleicht muss das ja so sein. Und ich hab's einfach, ich dachte mir, wenn ich den halt einmal freigespringt habe, dann bleibt er auch so. Und daher klingelt mein Handy. Natürlich. Natürlich klingelt mein Handy, während ich gerade was aufnehme. Ja. Auf jeden Fall geht's dann weiter. Ich find's auch sehr cool, wie lustig das aussieht. Unten auf der Karte. Noch ein Bumm. Dankeschön. Die langsam so ein bisschen, freigeschaufelt wird, sag ich mal. So, und immer schön die Lämpchen anmachen. Ich habe auch ein paar übersehen, ich weiß, aber ist ja hell genug. Wir könnten im Prinzip auch, das habe ich auch bei irgendwem gesehen, glaube ich, durch diesen Tunnel rennen. Peng. Ohne. Hui. Also ohne die Lampe im Prinzip, sondern nur die ganze Zeit mit Adlerauge, aber es sieht ganz schön dämlich aus. So, hier kommen wir wieder an neue Anzeigungen und wir gehen. Ja, genau, habe ich hier ganz kurz auf der Karte geguckt. Oh Gott, schon wieder dieses Bumm. Wie weit wir sind. So, dann haben wir wieder dieses tolle Rätsel mit den von den Freimaurern und mit dem Text. Guck ich mir gleich an hier, bla 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 bla. Nicht Posten oder Scherze treiben. Was haben wir noch? Denn wir gehören als Maurer bloß zu den Größten, irgendwie sowas. Dun, 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 dun. Grund der krönenden Schussstein. Ach, Amen. Einfach nur Amen. So, dann müssen halt die Bilderchen, wir kennen das ja schon aus Boston, müssen die Bilderchen an ihren gerechten Platz mit den Hinweisen aus dem Text, die in Caps Lock stehen. So, gucken wir uns das nochmal an. So. Obigen, genau, die Maurer müssen nach oben. Grund, ewig, grüne Schlussstein, euch zurecht, um im Fremden. Ja, irgendwie. Ich weiß gerade nicht, ich kommentiere ja gerade selber die schnelle Version. Ah, da haben wir es schon. Yay. Deswegen, ich kann das nicht so schnell lesen. Aber auf jeden Fall wurde gelöst. Wir haben einen dritten Schnellreisepunkt. Juhu.
Und wir haben auch noch so einige Abzweigungen, die wir noch bestreiten werden und können. So, da sind wir wieder hier im Ostbezirk, also schön mittig, fand ich ganz schön, schon so früh einen ganz netten Punkt zu haben. Es ist generell echt sehr, sehr praktisch, in der Stadt Schnellreisepunkte zu haben. Ich würde das eigentlich fast schon am liebsten als erstes machen, wenn ich in der Stadt bin. Oh, da habe ich eine Fackel vergessen. So. Oh, es tut mir leid für die Geräusche, die hängen echt ein bisschen nach, so 30 Sekunden oder eine Minute oder so. Es tut mir echt leid, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe wohl irgendwo beim Rendern oder Zusammenschneiden oder so Mist gebaut. Keine Ahnung. Naja, egal. Ihr hört ja eh nur meine liebliche Stimme, die die Taten von Connor auf eurem Bildschirm kommentiert. So, da hängt wieder so ein lustiger Pfeil nach unten, der aber eigentlich nach rechts zeigt. Na, rennen wir schön weiter. Ich war gerade am Reden von irgendwas bei einem anderen Thema. Na egal. Ach ja, hier wieder so ein Klettergerüst hier. So, wir müssen also auf die andere Seite, aber natürlich erst, wenn wir hier durch sind. So, Wasser aus. Toll. So, Wasser aus und rüber und hoch und rüber und hoch und rüber. So, und jetzt nochmal nach unten am Assassinenzeichen und da sind wir auch schon fertig. Juhu! So. Jo, weiter geht's dann einfach mal hier im Gebälk. Finde ich echt ganz lustig. Also, ach genau, das war mein Thema. Was ist hier Thema? Ach, Rekrutenauftrag. Und zwar, eigentlich ist es echt praktisch, direkt am Anfang, wenn man in einer neuen Stadt ist, diese Schnellreisepunkte abzukapern. Einfach, weil man dann einfach direkt alle möglichen Missionen viel einfacher ausführen kann, wenn man viel schneller dahin reisen kann. Ne? Das macht ja alles Sinn. Man kriegt auch dann mehr auch von der Karte zu sehen und so weiter und so fort. Aber ist vielleicht nicht so ganz im Rahmen des Let's Plays. So, den Rekruten lassen wir kurz aus. Oh, schon wieder so ein Ding. Ach nee, hier waren wir noch nicht, aber hier schon wieder eine Abzweigung. Ja, irgendwann habe ich auch völlig die Übersicht verloren und dann mussten wir irgendwann zur Karte greifen. Ich gebe auch zu, ich habe bei den letzten zwei, glaube ich, ich sag das jetzt schon mal, habe ich bei den letzten zwei Punkten im Internet geguckt, wo die sind. Halt bei so einer Underground-Map von... Oh, da habe ich eine Fackel übersehen. Von den Dingern. Weil ich einfach diesen Zeitpunkt nicht mehr gefunden habe und ich habe die Karte einfach völlig vergeigt. Naja, aber so ist das. Ja, so schaut's nun mal aus. So, dann rennen wir jetzt wieder richtig rum. Ich finde das sehr faszinierend, da irgendwie zu gucken, weil das einfach so schnell geht. Und da ist natürlich auch keine Fackel übersehen. Und da drunter, so cool wie wir sind. Ja, also ich finde eigentlich Untergrund ist echt eine coole Sache, muss man ja wirklich sagen. Fand ich da schon sehr, sehr cool implementiert. Sieht auch wunderschön aus, sehr atmosphärisch. Aber wir haben ja sozusagen schon einen Untergrund fast durch im Boston, so in normaler Geschwindigkeit und ganz normal. Deswegen dachte ich mir, können wir den jetzt wieder als zweite Variante sozusagen... Okay, da habe ich mich verlaufen. Okay. Können wir den sozusagen als zweite Variante dann... ein bisschen schneller machen, doppelt so schnell. Ich meine, sonst wären das jetzt, ne, wenn ihr euch mal überlegt, ich habe... Das ist ja in doppelter Geschwindigkeit und ich habe jetzt in doppelter Geschwindigkeit zwei Folgen. Das heißt, das wären dann in normaler Geschwindigkeit vier Folgen gewesen. Daher wärt ihr mir, glaube ich, irgendwann an die Gurgel gegangen. So, da haben wir auch schon direkt ein neue Tür, die wir geschickt knacken. Natürlich auch nur mit einem Zeitsprung. Ihr kennt mich ja. So, und Schlüssel knacken, Erfolg. Wir haben eine neue, freigeschaltete Schnellreisestation. Yippie-yay! So. Da sind wir im Nordbezirk, also sehr cool. Ach, die Songs sind wieder normal. Oder liegt's an mir? Ach, ich weiß es nicht. Ich habe mir jetzt ganz kurz Pause gedrückt, weil mein Handy hat mich genervt. Ja. Naja, auf jeden Fall. Also wenn die Sounds gehen, dann ignoriert alles, was ich über die Geräusche gesagt habe gerade eben. Um euch immer den englischen Ausdruck zu nehmen. Sounds. Die Maulwürfen. So, da ist Fackel. Ach, schon cool. Aber ich muss schon sagen, also ich kann jetzt schon mal ein bisschen was sagen, was ich von Assassin's Creed erstmal halte. Also von dem Teil jetzt zumindest. Wir haben ja ein bisschen Zeit, ne? Ja genau, die Folge geht noch ein bisschen. Läuft. Ich muss ja sagen, Assassin's Creed 3, ich stehe da ein bisschen... Ja, zwiegespalten gegenüber. Da haben wir auch schon wieder eine Fackel vergessen, ey. Weil irgendwie, also das Spiel ist schon wirklich sehr, sehr atmosphärisch. Da haben sie überhaupt nichts falsch gemacht. Es ist, also ob Untergrund oder... Oder Wald, oder so das Grenzland generell, oder die Städte, ich finde die wunderschön. Da ist eine Fackel.
sehr, sehr klasse gemacht. Hier noch ein paar Ecken abrennen. Sehr, sehr, also einfach, weiß ich, also die Geräuschkulisse, die Musik, ich finde die Musik einfach klasse. Ich habe ja schon gesagt, ich habe den Soundtrack gekauft. Lohnt sich allein schon für den Main-Theme-Song da, der dann da rumdudelt im Startbildschirm. Sehr, sehr schön, sehr episch. Lohnt sich auf jeden Fall, finde ich. Und nochmal Schlösser knacken. Yay! Aber ich weiß nicht, also mir hat's einfach, die haben's mir ein bisschen mit diesen ganzen Fehlern versaut, muss ich ganz, ganz ehrlich zugeben. Ich habe das ja echt schon oft genug gesagt, aber dieses Spiel ist echt gut und es wäre einfach, es wäre mein Lieblingsteil geworden, wäre es nicht so verbuggt, glaube ich. Ich glaube, ich bin mir, ich glaube, es bleibt bei mir nicht auf Platz, also es kommt bei mir nicht auf Platz 1, vielleicht auf 1,5 oder so, aber glaube ich, war der zweite schon sehr, sehr geil, so wie es einfach angefangen hat. Vielleicht noch Brotherhood, müssen wir mal gucken. Ich glaube, Brotherhood war vielleicht sogar ein Stück besser. Wird natürlich auch alles gespielt und gemacht. Ich meine, da habe ich ja schon irgendwie eine Verpflichtung, ne? Wenn ich schon 1, 2 und 3 mache, fehlen ja auch nur noch 2 Spiele, ne? Die können wir ja auch noch schnell mitnehmen. Ah, 3, also ich weiß nicht. Ich glaube, Ubisoft hat sich dazu sehr beeilt. Ich glaube, die wollten das einfach noch vor Weihnachten rausbringen. Ne, das war doch vor Weihnachten, ja genau. Schnell vor Weihnachten irgendwie raushauen, damit die auch das Geschäft mitbekommen und gibt ja kein Ostergeschäft oder sowas, ne? Deswegen mussten die das irgendwie so schnell wie möglich dann raushauen. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr schade. Da hätten sie echt einiges mehr machen können. Und ich finde zum Beispiel die Sache hier mit den Rekruten. Ich weiß nicht, ob das auch an anderen Leuten hier von euch, die das auch vielleicht spielen, ob an mir ist das vielleicht vorbeigegangen. Wurde das irgendwo mal erklärt oder sowas und erzählt? Ich habe das auch meinem Freund gesagt, so von wegen, hey, ich habe entdeckt, man hat Rekruten in Assassin's Creed 3. Und, also, zum Leveln. Und der guckt mich an wie ein Auto. Ja. Aber ansonsten, also echt, es hat eigentlich alle schönen Elemente. Ein Kampf. Die klingen so schön wie Mickey Mäuse. Als würde ich auf Mickey Mäuse rumtrampeln. Das ist der Hammer. Ja, der macht jetzt ein paar Probleme. Na komm, du Arsch. So, dann nehmen wir halt hier schwere Waffen. Paff! Hätten wir gar nicht gebraucht, aber ist auch egal. Und der Flug hat noch ein Messer durch, eine Klinge durch die Gegend. Den Raum fand ich auch ein bisschen verwirrend. Irgendwie ging es da hoch, also hätte ich wahrscheinlich den auch von oben angreifen können oder so. Und da ist noch so ein Sprengfass. Ja, benutzen wir alles nicht, braucht man irgendwie auch gar nicht. Ja, hier gibt's nicht. Nix. Kannst wieder gehen, Animanus. Ist okay, komm. Nein, der Rekrut wurde verletzt. Nein, noch ein Rekrut wurde verletzt. Ja, ich dachte, wir haben eh Zeit, dann können wir uns auch sowas leisten. Naja. Also, Assassin's Creed ist ein sehr, sehr cooler Teil. Also, ich empfehle euch auch, wenn ihr zum Beispiel Assassin's Creed guckt und das Spiel nicht gespielt habt, es aber generell interessant findet, ihr spielt es einfach selber. Es ist wirklich ein bisschen was anderes, zuzugucken, als es selber zu spielen. Merke ich gerade selber. Es ist wirklich was komplett anderes, wenn man da so durch dieses Grenzland reitet, mit dem Pferd irgendwo hängen bleibt. Nein. Mit dem Pferd irgendwo stecken bleibt. Nein. Dieses Grenzland einfach rennt und weiß nicht. Ich finde, das hat was. Also es ist wirklich sehr, sehr schön geworden an sich, aber weißt du, sie hätten dem Spiel vielleicht noch so 3 Monate gegeben oder so, wenn man das Bugfix-Tempo von Ubisoft beachtet. Ich glaube, darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Ich finde das auch ein bisschen doof von Ubisoft. Es gibt ja, sagen wir mal, einiges an Konzernen, Firmen, Entwicklern. Ich sag mal Entwickler dazu. Spieleentwicklern, ja, hier haben wir irgendwann geschnitten. Spieleentwicklern, die sich sehr um ihre Fanbase kümmern. Also vor allem auch die kleinen. Aber auch große Entwickler kümmern sich sehr um ihre Fanbase, sie hören dazu, sie schauen mal, was sie machen können. Ja, und da oben haben wir auch noch einen Punkt. Sehr geil. Aber dann gibt's sowas wie Ubisoft. Ich erinnere mich da an einen Bug in Brotherhood. Ich habe mir das Spiel direkt zu Release geholt natürlich, hab's natürlich angefangen zu zocken und alles, ne? Denkt mir natürlich nichts Schlimmes bei, weil der zweite Teil war super, da gab's auch keine Probleme. Im dritten Teil hatte ich dann den Bug, dass ich, ist jetzt kein Spoiler oder so, könnt ruhig zuhören. Und zwar, wenn man... Ja, ich glaube, ich wollte euch irgendwas zeigen. Keine Ahnung, was das jetzt sollte. Wenn man mit Desmond... Ach so, wir wollten zum anderen Schnellreisepunkt. So war das. Gut. Wenn man mit Desmond, und zwar aus dem Animus rausging... Das ziehe ich noch ganz schnell, solange die Folge noch läuft.
wenn man mit Essen aus dem Animus rausging, dann hatte man das Problem, da, also irgendwann, an irgendeinem Zeitpunkt, wenn man mit Desmond selber aus dem Animus rausgeht, kommt man nicht mehr wieder rein. Das war der komplette Bug. Das Spiel war dann im Arsch. Der Spielstand war dann im Arsch. Man konnte nicht mehr weiterspielen. Man hatte keine Möglichkeit, da irgendwas dran zu ändern. Man musste warten, bis Ubisoft das gefixt hatte. Ja, das Problem war, es gab zig Threads und sowas, auch im offiziellen Ubisoft-Forum. Leute haben sich beschwert ohne Ende, dass sie im Spiel nicht mehr weiterkommen, dass sie schon so und so viel durch haben und so viele Stunden gespielt haben. Ich ja auch. Ich habe das so und so viele Stunden gespielt und ja, da geht's übrigens weiter in der Wand. Ne, hier nur so Untergrund und komische Karte und alles. Ach, und da war's schon mit der Folge. Okay, das setze ich ganz kurz noch zu Ende. Und das war dann so, da haben sich natürlich etliche Leute beschwert und hier, ich habe Geld ausgegeben und krieg noch Scheiße und so, jetzt muss ich einen neuen Spielstand anfangen oder was. Und Ubisoft hat kein Wort gesagt. Kein einziges Wort hat Ubisoft dazu gesagt. Keiner hat da Stellung bezogen. Niemand. Niemand hat da irgendwas zu gesagt. Man tappt einfach im Dunkeln. Irgendwann haben sich wahrscheinlich die meisten gedacht, ja okay, dann fange ich halt ein neues Spiel an. Ja, und nach 3 Monaten, glaube ich, kam dann das Update, wo dann der Bug gefixt wurde. So viel zu Ubisoft. Das wollte ich gerade nochmal loswerden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder morgen, wo es dann heißt, wir machen noch viel mehr Untergrundpunkte. Ich lasse euch mal nicht weiter gegen den schwarzen Bildschirm schauen und starren. Wir haben ja schon ein paar Schnellreisepunkte, wir kriegen jetzt noch viel mehr. Hoho, gespoilert. Und also vielen Dank fürs Zugucken und man sieht sich dann also morgen wieder. Bis dahin. Tschüssi.